Was sehen wir hier im Außen? Eine Hündin, die stark an der Leine zieht und auch eine Hündin, die Attacke nach vorne macht. Und nun kommen wir zu Nellys Geschichte. Die Achtjährige war 7 Jahre ihres Lebens ein sogenannter Kettenhund. Die liebe Monika holte sie über den Tierschutz zu sich nach Hause und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nelly wieder ins normale Leben zu integrieren. Unsere Aufgabe ist es nun, dass sie entspannt an loser Leine mit uns läuft, ohne die kleinen Attacken zu starten. Dafür brauchen wir ein sehr gutes Auge, um im Ansatz sofort unser Abbruchkommando zu nutzen. Danach geht es mit entspannter und sicherer lobender Stimme weiter. Nein! Hier seht ihr uns gemeinsam in der 4. Einzelstunde. Wir zeigen ihr eine souveräne Rudelführung und stabilisieren sie im Umgang mit anderen Hunden. Und wer könnte besser den Therapiehund spielen wie mein Calimero? Es ist wunderbar mit anzusehen, wie die beiden sich als Team Stück für Stück immer weiter stabilisieren und dadurch das gegenseitige Vertrauen wächst und wächst. Konzentriert, aber geh weiter. Das machst du jetzt gut, ne? Guck mal, das ist die Leine. Jetzt habe ich sie zweimal vom Timing auch ein bisschen erwischt, als sie so losstarten wollte. Ja. Ja, brav. Super, Nelly, fein. Komm. Komm. Kalli, geh ab. Nein. Geh weiter. Weiter. Nelly, komm. Geh weiter. Nein. Geh. Super. Ein Stern für unseren Stern. Komm. Nelly, komm. Komm. Super. Super.